Hallo, ich habe ein Paket erhalten und zwar von Yves Rocher. Ich habe dort eine Bestellung getätigt und die ist heute angekommen. Und ich möchte euch das jetzt gerne zeigen. Das Paket habe ich jetzt schon ausgepackt und mir die Produkte angeschaut. Und ich liebe einfach die Produkte von Yves Rocher. Auch wenn es sich nicht um Naturkosmetik handelt, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Naturkosmetik und naturnahe Kosmetik. In diesem Fall ist Yves Rocher eine Pflanzenkosmetik, naturnahe Kosmetik. Sie verzichtet auf bestimmte synthetische Stoffe, arbeitet vielmehr mit pflanzlichen Stoffen. Trotzdem reicht es einfach nicht, um als Naturkosmetikfirma zertifiziert zu sein. Und deswegen sollte man das nicht verwechseln. Nicht überall, wo Pflanzen angepriesen werden, Pflanzen als Inhaltsstoffen, handelt es sich um Naturkosmetik. Als erstes kommt mir entgegen aus meinem Päckchen, und zwar die Riche Creme, ich kann kein Französisch mehr, ist schon ein paar Jährchen her. Das ist eine regenerierende Körpermilch, intensiv aufbauend, 30 kostbare Öle und Öl aus 1000 Rosen. Die kommt mit einem Pumpspender, da sind 190 ml drin und ich weiß, dass ich die damals sehr, sehr mochte, weil dass sie sehr reichhaltig war und ich freue mich, dass ich sie wieder habe. Dann habe ich mir das hier noch bestellt, Tradition de Hammam. Das ist eine Körpercreme mit Arganöl, mit Orangenöl und Rosenwasser, Shea-Butter und Olive. Und da sind 200 ml drin und dieses Tradition de Hammam hat mich sehr, sehr angesprochen, erinnert mich an die Rituals-Serie Hammam. Ob es genauso duftet, weiß ich nicht, aber ich werde es jetzt austesten. Dann habe ich hier ein ganz tolles Duschgel. Ich liebe diesen Duft. Das ist Monoi de Tahiti und das ist ein Duschgel und auch ein Shampoo, aber ich benutze es eher als Duschgel und der Duft ist, der Duft ist einfach klasse. Der riecht nach Sonne, Meer, Strand, nach Sommer. und da habe ich schon eine Flasche in meinem Schrank und das ist jetzt ein zusätzliches Backup, hole ich mir immer wieder und riecht mal einfach dran, das ist ein ganz, ganz toller Duft und ich bin froh, dass ich jetzt noch einen in Reserve habe. Dann gab es ein Set und das habe ich mir auch bestellt, das gab es zu einem vergünstigten Preis, dazu gehört ein Duschpeeling, Mango, Koriander, das riecht original nach Mango. Original nach Mango, sehr fruchtig und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber innen drin befinden sich so kleine Peelingkörnchen. Hier steht mit 100% Fruchtkernen. Ja, also das war auf jeden Fall mit in dem Set. Da sind 200 ml drin. Dazu gehört dann auch noch ein fruchtiges Peeling, also eine kleine Flasche in Duft, mit Duft der Aprikose. Und das erinnert mich auch an ein anderes Produkt und zwar von Body Shop Body Butter Pfirsich. Also es riecht wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich mag den Duft von Aprikose und das ist ein Peeling. Die Peelingkörner sind jedoch das ist okay, das ist angenehm, die sind etwas gröber, aber man kann es
aushalten. Ich hatte schon mal Peeling gehabt, die konnte ich überhaupt nicht vertragen, weil die Körner einfach zu, die waren einfach zu grob. Und das finde ich sehr schön, dass es 50 Milliliter sind da drin. Köstlich und sanft steht hier. Ja, ein ganz toller Duft, Aprikosenduft. Und dabei gehört auch noch ein Schauerbalm mit Shea Butter für extra trockene Haut. Ein kleines Probetübchen, 30 Milliliter. Und dabei war auch noch ein kleiner Badewürfel. Außerdem habe ich mir noch bestellt eine ganze Handvoll Pröbchen, damit ich mich durch die Produkte durchtesten kann. Was noch in dem Paket mit dabei war, es gibt es ja immer so spezielle Aktionen und Goodies. Eine Tasche war dabei. Manchmal sind die Goodies okay, manchmal finde ich die ganz toll, aber manchmal gibt es auch Sachen drin, die ich, die halt einfach nur billig sind. Und aber als Goodie finde ich das okay. Die Tasche ist übrigens von der Qualität her gar nicht mal so schlecht. Dazu kam noch eine große Tasche, die ich dann, ich weiß nicht wofür, verwenden kann. Sporttasche oder Picknicktasche, ich weiß es nicht. Die war auf jeden Fall mit dabei. Oh, die Lampe blinkt. Oh, muss ich Kinder abholen? Ich muss die Kinder gleich abholen. Das war mein Yves Rocher-Haul und ich werde die Produkte jetzt zusammenpacken in meinen Schrank und ich freue mich schon aufs Nutzen, Benutzen, besonders auf dieses hier. Ich liebe das, ich kann das weiterempfehlen. Schnuppert man dran, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und somit wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.